3, 2, 1, go. Hieß es für den Tisch-Eishockey-Kurs der BTU am Zentralcampus. Der Kurs findet jeden Dienstag ab 17.30 Uhr im Raum 325 des Lehrgebäudes 3a statt. Es ist erstmal vergleichbar mit Tischkicker, aber es ist wesentlich komplexer, weil eben jede Figur einzeln gesteuert wird. Jede Figur hat eine Stange, jede Figur bewegt sich daher also individuell. Dadurch wird es wesentlich komplexer, man kann viel mehr lernen. Im Rahmen des Kurses wurde bereits eine eigene Spielweise eingeführt, das Spielen zu dritt. Dies erfordert eine stärkere Konzentration aller Mitspielenden und ist besonders für eine ungerade Anzahl Spielender von Vorteil. Tischeishockey, oft auch als Stiga bezeichnet, wurde bereits vor der offiziellen Gründung des Internationalen Tischeishockeyverbands in Lettland im Jahr 2005 weltweit gespielt. Durch den Einfluss Schwedens kam es schließlich dazu, dass größere Turniere organisiert wurden. Die einzelnen Matches gehen in der Regel 5 Minuten, wobei die Zeit stets abläuft, auch wenn der Puck nach einem Tor noch nicht wieder im Spiel ist. Ein Tor zählt dann, wenn der Puck die rote Linie vollständig übertritt und nicht auf ihr liegen bleibt. Jede der 12 Spielfiguren der Mitspielenden darf hierbei den Puck nicht länger als 5 Sekunden behalten, ohne einen Pass auszuführen. Was auch sehr gut ist, ich spiele manchmal auf Turnieren, und dort sind teilweise 12-Jährige und teilweise 70-Jährige. Dadurch weiß man, wenn man diesen Sport anfängt, das ist nicht wie Fußball, wo man mit 40 können viele nicht mehr spielen. Nee, ihr könnt das bis den Rest eures Lebens spielen. Schon seit 1989 finden alle 2 Jahre Weltmeisterschaften statt. Europameisterschaften schlossen sich 2006 ebenfalls diesem Takt an. Beides wird inzwischen vom offiziellen Verband ausgerichtet. Wenn auch bei euch nun das Interesse geweckt wurde, diesen Sport einmal auszuprobieren, meldet euch gern bei Isidor Konrad Meyer. Egal ob mit Vorkenntnissen oder ohne, hier ist jeder willkommen und erhält einen guten Einstieg in die Welt des Tischeishockeys. Also ihr braucht keine Angst haben, wir kümmern uns auch um euch, dass ihr ein bisschen was lernt. Alle Teilnehmenden freuen sich darauf, ein neues Gesicht zu begrüßen. Bis bald!